Hallo zusammen, hier ist der Andreas, der paranormale Ermittler. Wir möchten heute wieder in die Zwischenwelt gehen und versuchen, jemanden zu treffen. Da K2 Meter und das elektronische schlägt auch ein bisschen aus. Aber der K2 Meter ist wohl einfacher zu bedienen für die Geister. Dann nehme ich das mal weg. Wir begeben uns jetzt schlanken Fußes in die Zwischenwelt. Hallo Zwischenwelt. Hallo Zwischenwelt. Hier ist der paranormale Ermittler Andreas. Ich rufe im Geiste meine drei Assistenten, Jonas 14, Henning und die gräfliche Hoheit Yoshi, genannt Joschka, aber nicht verwandt mit Joschka Fischer. Wie geht es euch? Guten Morgen. Ich komme wie immer mit dem größten Respekt und dem größten Frieden und mit meiner ganzen Liebe im Herzen zu euch. Welchen Namen habt ihr für uns? Gerd. Dann rufe ich jetzt nochmal in der Zwischenwelt an. Hallo Zwischenwelt, hallo Zwischenwelt. Hier ist der paranormale Ermittler und der Seelenwanderer Andreas, genannt Amon. Der kommt wie immer mit dem größten Frieden und mit dem größten Respekt zu euch. Möchtet ihr meine Liebe haben, die ich darbiete? Hallo Gerd. Gerhard. Gerhard, Entschuldigung, nicht Gerd, Gerhard. Hallo Gerhard, wie ich sehe, bist du da. Und wackelt an K2 Meter. Finde ich ausgezeichnet. Ich hoffe, der Duft ist angenehm für dich.
Hallo Gerhard, wie geht das dir? Darf ich du sagen? Bist du hier, Gerhard? Wie geht das dir? Geht das dir gut? Wo hast du gelebt, Gerhard? In Burg? Bei Magdeburg? Wie alt bist du geworden, Gerhard? 50 oder 15? Wie alt bist du geworden, Gerhard? 15. Danke. Und an was bist du leider verstorben? Möchtest du mir was mitteilen, weil du den Namen mir gegeben hast? Ich sitze heute bei frühlingshafter Temperatur gegenüber Gerhard und erwarte fröhliche und angenehme Antworten. Gerhard, wie geht es dir? Sehr schön. Du kommst aus Burg, bei Magdeburg. Und an was bist du verstorben mit 15 Jahren? Hattest du eine Krankheit? War es ein Unfall? Oder kriegerische Auseinandersetzung? Welches Jahr bist du denn verstorben? Hast du Gott schon gesehen, Gerhard? Was machst du in der Zwischenwelt? Ich bin 60. Und wie alt bist du? Wer bin ich, Gerhard? Sag mir meinen Namen. Nee, Ilse bin ich nicht. Mein Name ist. Mein Name ist, please. Bad? Scheiße? Wie groß bist du? Wie groß bist du? Wie groß bist du, Gerhard? Was machst du den ganzen Tag in der Zwischenwelt?
genommen. Jetzt lasse ich dir eine Minute Zeit und kannst sagen, was du möchtest. Ab jetzt. Danke, Gerhard. Wie groß ist er? Die anderen sprachen immer vom Öl. Hast du auch Öl bei? Wie hast du gelebt? Wie hast du gelebt? Das ist gut. Kannst du ein Lied, Gerhard? Ein Lied? Die Gedanken sind frei, kein Mensch kann sie erraten. Kannst du das Lied? Dann sing mal. Wem soll ich grüßen, Gerhard? Möchtest du dich frei machen? Mach dich frei, Gerhard. Wem soll ich grüßen, Gerhard? Welchen Wunsch hast du? Welchen Wunsch hat Gerhard? André. Was ist mit den André? Ist es mein Name? Wie ist mein Name? Andreas, ja, das stimmt. Thorsten nicht, du hast schon meinen Namen genannt. André ist dir wichtig. Wer ist André? Sie? Ich? Ne, ich bin der Andreas. Aber André kann man auch sagen. Bin ich Ihnen wichtig? Bin ich dir wichtig? Du mir auch. Schick mir ein Bild von dir, ich sehe dich vor mir. Ich sehe dich vor mir. Du möchtest ja schon Tschüss sagen? Du bist sehr aktiv auf dem K2-Meter, was mich sehr freut.
bist öfters in der Welt der Lebenden. Lass mal bis ganz rot ausschlagen, wenn du das hinbekommst. Ist viel Energie. Du kannst hier überall ziehen, Energie ziehen hier. Das kannst du gerne tun. Lass mal das gerade 2 Meter bis. Ja. Bis rot ausschlagen. Jetzt habe ich dich verschreckt, wa? Hm. Danke sehr, dass du es bis rot ausschlagen lassen hast. Bist mir sehr sympathisch, Gerhard. Jetzt hast du noch eine Gelegenheit, noch etwas zu sagen. Ich bin Gerhard und möchte sagen, dass ich ein Depp bin? Wieso bist du ein Depp? Wer hat dich immer so gerufen? Ich? Du möchtest zu mir, herzlich eingeladen, herzlich eingeladen. Wenn du die Einladung annimmst, lass mal das K2-Meter ausschlagen. Danke sehr. Richtig interessant. Ich werde jetzt dieses Gespräch beenden. Wünsche dir angenehme Ruhe. Ich lasse meinen Respekt und meine Liebe bei dir. Und vor allen Dingen den Frieden. Wir sehen uns. Like, 3, 2, 3.